Das muss man echt an Lob an den Mutter ausdrücken. Ja, und was wir auf jeden Fall hier haben, worüber ihr euch hoffentlich auch freuen werdet und wir uns ganz besonders vom IFOG-Team das Thunhammer Güllepack oder diesen das Güllefass, das 18-Tonner oder 19-Tonner, also 19.000 Liter halt, ne, oder 18.500, das ja so ultra realistisch ist, wo man die Schläuche anbauen muss und so richtig geil. Vorhin hat es zwar nicht ganz funktioniert, aber gestern habe ich das alles nochmal getestet und da hat es hervorragend funktioniert, also wirklich eine super Sache an Realismus und der Mod sieht da dermaßen gut aus. Ich habe dir das schon erzählt, dass du den sogar, dass du das Güllefass sogar anhängen musst, wenn du musst aussteigen, ne, um es anzuhängen. Mhm. Ja, du musst dann Zapfsäule befestigen und ja, die Schläuche halt, Hydraulikschläuche und so weiter. Das ist schon super, ja. Am Anfang dachte ich, ich habe 5 Traktoren durchprobiert, dachte ich mir, warum hängt der jetzt nicht an, bis ich das kapiert habe, dass ich da aussteigen muss. Ich will eine Stunde Zeit sparen können. Ja, du wartest jetzt, oder? Ja. Können wir es mal so machen, dass du mähst? Nee. Lieber, da kannst du ein bisschen Zeit gut machen und ich wird derweil einem Fendt die Anhänger anhängen. Okay. Okay? Okay. Dann bin ich dabei, weil jetzt hier ist der John Deere. Ja, machen wir mit dem John Deere, ist egal. Wo haben wir jetzt die Anhänger? Weiß auch nicht, was das hier soll. Dass es hier so komisch wackt. Aber John Deere ist auch schon ein Musterstück. Sieht zwar bescheuert aus, aber gut. Wie schon wieder leckt. Unseren großen Miststreuer hast du auch noch nicht gesehen, oder? Was habe ich gesehen? Unseren großen Miststreuer. Nee. Ich muss mal ganz kurz Escape drücken und gucken. Fruchtsorten haben wir hier. Sonnenblumen haben wir nicht. Hafer haben wir auch nicht. Roggen haben wir auch nicht. Und Hanf haben wir auch nicht. Das heißt, wir haben nur Standardfruchtsorten. Und wir haben welche Felder? Sind übrigens schon fertig. Erntereif. Alter, noch. Wir haben kein einziges Feld, das erntereif ist. Außer das Feld Nummer 4. Hast? Doch, Nummer 24. Und Nummer 28. Wo ich schon wieder leckt? 24 ist Gerste. Und 28 ist Wiese. Super. Ja. Warte, ich guck nochmal. 18 ist auch reif. Das ist auch eine Wiese. Wir müssen. Warte, ich mach mal das Wachstum auf. Verdorren ist ja hier, glaube ich, abgeschaltet, oder? Bist du dir sicher? Normal schon, ja, ja. Verdorrt, verfault, steht zwar noch da, aber ich hoffe schon, ja. Warte, Pflanzenwachstum schnell. Die Zeit, es ist ja eh so. Falls nicht abgeschaltet ist. Nee, ist es, glaube ich, schon. Das wäre sonst scheiße. Egal, falls nicht. Jetzt gucken wir nochmal hier, was haben wir? Feld 17. Das ist auch Gras. Also, wir können eigentlich so gut wie jetzt gar nichts dreschen, ja. Ganz ehrlich. Passt. Aber gut, jetzt haben wir das Pflanzenwachstum auf schnell. Ja, warte, dann hänge ich doch mal den Klaas Leiner, den Kreiselschwader an. Auf bayerisch Kreiselschwader. Hm? Willst du hier einen bayerisch-deutsch-Duden machen oder was? So eine Art. Der Landwirtschaft. Der bayerisch-deutsche Landwirtschaftsduden. Cool. Passt. Ja, hängen wir mal den Klaas Leiner an. Dann komme ich mit ihm schon mal vorbei. Wenn du dann fertig bist, mache ich da weiter und du kannst dann Zetten. Nee, Schwaden. Zetten ist ja wieder Hochdeutsch. Ich hoffe mal, wir brauchen kein Gewicht. Vielleicht doch, dann hänge ich mal trotzdem das Gewicht hier an. Alter! Weißt du, was cool wäre? Nee. Wenn es die PS4 wiedergeben würde. Wie wiedergeben würde? Die gibt's doch eh bald wieder. Ja, ich kaufe mir jetzt die Xbox. Ach so, nur wenn es sie nicht gibt, oder? Stimmt, dadurch könnten sie einige Verkäufe mehr machen, die Xbox, ne? Wenn die lieferbar ist. Ja, die haben schon die erste Preissenkung hinter sich. Xbox? Ja. Ja, weil sie so teuer ist, ne? Wie sie rausgekommen ist, hat sie 500 gekostet, jetzt kostet sie nur noch 480. Ach so, fällt dir was auf? Bei Müller gibt's sogar ein Pack mit Titanfall für 500. Oha, fällt dir was auf? Immer wenn wir hier mähen, als wir das letzte Mal auch hier gemäht haben, redest du über die PS4.
Ja, das ist Taktik hier. Ja, Taktik. Déjà-vu, weißt schon. Muss man taktisch vorgehen, ne? Kannst bitte Hochdeutsch sprechen. Ohne Dialekt, danke. Oh, das ist sächsisch, Jung. Ja. Ich bin schon Sprachgenie, ne? Nee. Doch, Chinesisch, ich mein los. Warte. Ein Wort weiß ich sogar. Von Pastewka. Erklärbär. Das ist Japanisch. Chinesisch. Und Japanisch, beides. Spanisch? Fernando Alonso. Es ist nur ein Name, kein Wort. Ein spanisches Wort. Doch, schon, ich finde schon. Siehst du das, was ich gerade mache? Ich sehe nichts. Ich sollte mal ein Licht anmachen. Warte, wie geht denn das hier? Auf X. Ich kann sogar drei Lichter anmachen, sauber. Es leckt, es leckt, es leckt. Zwillingsbereifung ist hier sinnlos. Jetzt habe ich gerade, ich dachte gerade, ich hatte gerade 10 FPS. Ne, es war 19. Schwader einschalten mit B. Tut mir leid, dass wir es noch so lange brauchen. Alle Arme heben. Ah, senken, jetzt. Ich kann sogar die hinteren und vorderen separat senken. Ist doch geil. Und die Taste J. Ah. J, K. Ich kann jeden einzelnen senken. Das ist doch echt geil. Nein. Na, hast du es bald. So, B anschalten. Und los geht's. Ja, so ist es. Immer die Anfangszeiten bei Landwirtschaftssimulator. Immer wieder von neu anfangen. Niemals richtig. Fährt am Arbeiten. An mir liegt's nicht, ne? Du. Ja, sicher. Ach so, schon. Weißt du, was mir gerade auffällt? Dass ich lege. Nee. Was dann? Dass mein Fan übelst hin und her schwingt, auch wegen dem Gewicht. Guck dir das mal an. Ich seh nix. Nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten. Das ist richtig eklig. Warte mal, ich mach mal das Gewicht hier. Das geht ja so nicht, ne? Das kann man so nicht lassen. Was mich auch ein bisschen nervt, ist das Licht hier. Durch das Licht denkt man immer, es leckt, aber nee, eigentlich nicht. Bei mir leckt's aber. Echt? Ja. Mein Traktor bleibt, mein Bullock oder Traktor, wie man es auch immer sagen möchte, bleibt immer an einer Stelle stehen, obwohl eigentlich das Gras weiterläuft und ich sehe, wie ich mähe, aber mein Bullock steht auf der Stelle. Ach so. Und das Gras wird einfach weiter gemäht. Sieht voll geil aus. Freu dich, ich bekomme 18 FPS. Das ist echt Wahnsinn. Ich hoffe, das ist irgendwie noch ein bisschen zu beheben. Es ist ja auch gut, wir haben es auch abends, da das Licht ist auch ein bisschen. In der Nacht wird es dann heftiger. Warum? Ich meine, warum kann man im Spiel nicht 40 FPS haben beim Aufnehmen? Das muss doch alles möglich sein. Das Spiel ist einfach nur scheiße und schlecht. Ja, dann hören wir es auf zu Let's Playen. Ich jetzt schon wieder das Kotzen, echt. Okay, hör mal auf. Also, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Naja. Wir hatten hier wieder so perfekt eingeparkt. Das kann nur Florian gewesen sein. Ich bin nicht mal auf dem Server. Nicht? Nee. Bestimmt wieder geflüchtet. Ja. Jetzt lassen wir den mal hier stehen und ich mach mit deinem Ding weiter, ne? Ich hab nur noch 10 Liter Tank. Hast du den jetzt wieder zusammengeklappt? Okay, passt. Ist gut gemacht. Ich hab nur noch 10 Liter Tank, soll ich zurückfahren und tanken? Was, echt? Nee, schaffst du nicht. Ja. Ernsthaft jetzt? Ja. Wie schnell wird denn der leer? Ja, weiß ich nicht. Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn? Das ist Sparta. Oder Sparter. Was, Sparta? Meinst du jetzt die Stadt? Ja. Nee, Sparten. Wie viele Liter hast du noch? 5. Echt jetzt? Ja. Das ist geil. Ja, warte mal. Ich muss erstmal was kaufen, sonst geht's dann so nicht. War ein Spaß. 176 Liter. Wichser. Blöder, also, Wichser. Du warst ja beim Film bei dem neuen 300 dabei, gell? Da waren wir ja alle gemeinsam im Kino. Ja, der war gut. Du kämpfst härter, als du fixst.
Ach so, ja. Beste Stelle. Mitunter, ja. Ja, außer die Sexszene. Schön, dass er sich hart rangenommen hat. Ja. Nee, aber der war eigentlich schon gut. Das hört sich jetzt fast schon so ein bisschen negativ an, so akzeptabel, der war Bombe. Was mich vor allem bei 300 immer fasziniert, dieses Bild. Das Bild ist so gestochen scharf und so, oh, oh. Ja, Arnold würde sagen, der ist Bombe, der sagt das bei jedem Film. Hast du auch wieder recht. Weißt du noch, bei Prometheus, jeder, naja, Arnold, Alter, war der geil. Ja, ist halt einfach Fansuchti und da ist alles geil, das weiß ich schon, das ist aber bei den meisten so. Keiner würde zugeben, dass seine Lieblingsserie, seine Lieblingsfilmreihe, wie fast bei mir Fast and Furious, dass da mal ein Film scheiße ist oder so. Einfach Fanboys! Wie Bushi das neulich zu mir sagte. Loopboys. Der hat auch gesagt, ich wäre ein Battlefield 4 Fanboy, deswegen finde ich, weil ich immer Battlefield nicht schlecht mache. Habe ich gesagt, was? Was denkst du, was ich über Battlefield 4 denke? Ich sag nicht, dass Battlefield 4 gut ist. Die sagen, Battlefield 4 ist gut. Das sind Fanboys. Guck mich an. Ich sag, Battlefield 4 ist scheiße. Es ist der allergrößte Rotz. Ich verteidige es nicht mal. Das Einzige, was sie gut gemacht haben, waren so Kleinigkeiten wie Waffentarnungen. Viele Waffen. Bringt mir nichts. Die Waffen. Ich habe das eh schon mal in dem Commentary gesagt. Die Waffen spielen sich auch alle gleich. Und die Maps sind, naja, sind nicht besonders, auch noch nicht so scheiße. Es sind mehr dabei, die scheiße sind, als mehr dabei sind, die super sind. Und in Battlefield 3 weißt du ja selber, waren super Maps dabei, oder? Ja, sicher. Deswegen spiele ich es jetzt auch mit Benny wieder. Wäre übrigens auch was mit dir, ne? Wir könnten es ja auch mal wieder spielen. Du hast ja sogar Premium, oder? Ja. Ja, hast du sogar, siehst du? Das wäre irgendwie noch super wieder. Sogar Benny hat jetzt seine 1, du, was hast denn du da für eine KD? Du hast auf der Konsole eine 1,0er, oder? Ja, ich weiß gar nicht mehr. Oder immer noch eine 0,99er. Ich glaube schon, die hat sich schon so festgefahren. Glaube ich. Nee, Benny hat jetzt seine 1,0er erreicht, hat das 1,01 oder soweit ich weiß. Was wollte ich sagen? Wie kann ich noch zu dem hinteren Meer wegschalten? Mit G wählst du ja aus, weißt du, mit G wählst du ja die... Ja, das weiß ich alles nicht mehr, tut mir leid, Chef. Ja, ist ja nicht so schwer, dafür hast du ja an mich. Aber das wundert mich immer noch, dass man mit 16 FPS noch flüssig spielen kann. Also, das ist halt irgendwie dann schon was. Ey, du hast da hinten auch noch gemäht, dankeschön. Ist gut gemacht. Bitte. Das war fast schon ein bisschen zu weit, aber egal. Ja, war Spaß, weißt schon. Was denn? Alles. Und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich Kasache wäre. Oh nein, jetzt habe ich ins Feld rein geschleudert. Tut mir leid. Na egal. Gut, jetzt fahren wir hier weiter. Aber wir müssen das also ich glaube, das Feld reicht auch dann erstmal. Die Schafe, das müssen wir erstmal gucken. Haben wir hier eigentlich hier so ein Lager, wo wir das ablagern können, Gras und so? Weiß ich nicht, du bist hier der Fachexperte. Ja, die Map kenne ich selber auch noch nicht so brutal gut. Doch, du hast gesagt, du hast ja die Map erkundet. Warte, ich habe eine Idee. Wir machen folgendes. Wir machen Ballen. Ja. Wir machen, wie viele Ladewagen haben wir? Einen. Okay, dann müssen wir noch einen zweiten kaufen, dann reicht das Geld. Wir machen einen Ladewagen voll Heu. Ja. Und dann? Oh, dann müsste ich aber jetzt eigentlich aufhören. Oh. Scheiße. Also ich fahr schon mal wieder nach Hause. Tschüss. Warte, ich hab noch ein Feld für dich. Das eins machen wir noch. Damit wird mir noch genügend Frischgras haben. Na komm schon, fahr! Danke. Das da oder was? Das ist Gras, wo fährst du da rein? Da zückst lauter Gloser, herst. Lass mich mal kurz gucken. Wir haben Feld 23, wir haben Feld 17. Sehe ich nicht. Feld 28, warte, lass mich nur mal kurz gucken. Feld 28 ist eine Wiese, das ist eh direkt da vor uns. Und Feld 24 ist... Ne, das ist ja schon reif. Feld 28, Feld 18 und Feld 17 und Feld 9 und Feld 10. Schreibst du mal kurz auf. Nee. Hast du ja, 28 ist. Sie ist eh auf der Karte. Das ist direkt da vorne. Nee. Okay, ich fahr los. Tschüss. Wunderbar. Dankeschön. Derweil. Häng ich jetzt mal den Strautmann an.
Nee, das ist ja gar nicht der Strautmann. Das ist der Pöttinger, den wir haben.